Hey ho, meine Lieben, nicht wundern, nur gucken. Ja, es geht weiter. Chefin hat gesagt, ey, wenn, dann machen wir das heute. Die nächsten Tage soll schon Schnee kommen und nass, nass, kalt, bäh. Der Frost kommt. Ja, also haben wir schnell noch 3 Säckle Erde geholt, also 3 sind es jetzt geworden. Und bisschen Stroh. Ja, für? Für Knoblauch und die Zwiebeln. Okay. Ich werde jetzt noch die andere Erde, was da hinten war, in den Schubkarren reinschaufeln, noch ein bisschen mischen mit meinem Zeug und dann werde ich noch schnell die Grundlage legen und dann zum Zwiebeln setzen, reinwerfen, holen wir euch wieder dazu. Was muss denn da? Ich tue hier meine Grundmischung schnell machen. Mit Gartenerde, die Dings, Blumenerde oder und Torf. Pflanzerde und ein bisschen Torf. Und dann mache ich hier jetzt nämlich den Untergrund schnell. Einfach neu schmeißen. Genau. Dass einfach schon mal ein bisschen der Untergrund da ist. Und dann müssen wir einfach die Blumenzwiebeln dann drauf und tu dann die andere Pflanzerde einfach drüber träufeln und fertig. Und das war's dann heute auch schon. Ja. Ich habe ja gesagt, lang brauchen wir heute nicht. Aber es wird. Hm? Es wird, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Und ja. Ich glaube, das habe ich in meinem Video auch schon ein paar Mal gesagt, im ersten. Ja, dann kommt heute halt noch ein zweites Video. Genau. Schmeiße ich dann gleich hinterher. Der Mann ist richtig fleißig jetzt. Es ist auch saukalt draußen. Ich möchte heraus einfach nur fertig werden. Ja. Also, ob wir jetzt von vorn bis hinten mit Blumenzwiebeln voll machen, das wissen wir jetzt noch nicht, weil wir gucken auf alle Fälle noch nach weiteren. Aber jetzt kommen die Zwiebeln erst einmal rein. Vorne angefangen, vorne kommen die, die was ich ausgegraben habe, nein, dass wir das auch wissen, was das war. Und hier, ein so 60 Liter Sack ergibt eine komplette Schubkarre voll. Also ich denke, das sollte ausreichen. So, Engelchen, du kannst wild hemmungslos anfangen, die reinzuschmeißen. Abdecken tue ich sie mit Erde dann. Ja, ja, klar. Ich gucke einfach nur. Hier vorne anfangen, vorne, von vorne nach hinten schaffen wir uns doch. Hier ist doch keine Blumenerde drauf. Doch, da ist ja die andere Erde drauf schon. Da habe ich doch schon die gute Erde hin. Ach so. Ja, bloß da hinten hatte ich noch keine gute Erde hin. Keine fertig gemischte. Ja, so sieht es nämlich aus. Ja, Freunde, und auf los geht's los. Ich frag mich nicht, du brauchst die nicht so tief einbuddeln. Es kommt der Erde noch oben drüber. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem müssen die Wurzeln ein bisschen bedeckt sein. Ja, von dem Grünzeug schaut eh nichts mehr raus, wenn ich dann die Erde drauf habe. Das kann dann neu rauswachsen, so ungefähr. Ja. Das ist versetzt, auch das Zeug. Ich bin ja gespannt, was das alles wird. Tja. Die Handschuhe nehme ich nur wegen Feuchtigkeit im Fingern. Ja, das ist doch in Ordnung. So muss ich da jetzt nicht großartig dreckig machen. Nachdem wir ja unser Wasser eh schon abgelassen haben zum Händewaschen. Ja, also die kommen da jetzt alle rein und danach geht es dann mit den anderen Zwiebeln weiter. Genau. Und jetzt gibt es die Wildüberraschungsparty. Keiner weiß mehr, was ist.
So soll es sein. Einfach bunt mischen. Mal schön aufmischen. So. Ich stelle das mal hierher. Also die brauchst du jetzt aber wirklich nicht eingraben. Nur anstecken. Ich sag schon nichts mehr. Ach du Scheiße. Was denn? Alles gut. Da bin ich mal gespannt, was rauskommt alles, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Gut, und so wird das jetzt nach hinten durchgearbeitet. Ich glaube, das könnt ihr euch alle vorstellen. Stück für Stück einfach Blumenzwiebeln rein. Ja. So, und während Spatzen jetzt schon da hinten ist, fange ich jetzt hier vorne schon mal an, die Erde aus der Schubkarre drüber zu wuchten. Genau, so mache ich das jetzt. So. Also die drei Säcke reichen uns locker, um das alles aufzufüllen. Es ist ja noch nicht einmal die Hälfte vom ersten Sack weg. Ja. Aber die Blumenzwiebeln sind alle schon weg. Bloß bis hierher. Tja, ich glaube, da müssen wir noch mal zum Shoppen gehen. Aber Leute, wenn das alles aufgeht, wir haben ein Blütenmeer. Ein richtiges, schönes Blütenmeer. Das hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. So, bis hierher. Gut. Leute, ich wollte ja gerade schon das Schlusswort sprechen, aber dann sagt Malu, nö. Richtig. Malu verteilt jetzt noch den Sack Stroh drauf? Nein, nicht alles. Nicht alles? Nein. Ich bin ein bisschen abgedeckt. Als Frostschutz. Als Frostschutz, genau. Gut. Aber wir wollen ja im Frühjahr ernten. Nein, im Frühjahr bestimmt nicht. Nicht? Nein. Erst im Herbst. Hä? Anfang Herbst. Nee. So lange braucht das Zeug nicht. Nee. Auf jeden Fall kriegen die jetzt mal diesen Frostschutz mit dem Stroh. Okay. Das wärmt nämlich ein bisschen. Also ich habe gedacht, man braucht da gar nichts machen, aber wenn Manu sagt, ein bisschen Stroh drauf, Frostschutz, gut. Ja. Schlecht kann es nicht sein, definitiv nicht. Nein, auf jeden Fall nicht. Im Januar kann man ernten. Hoffe ich auch. Jo. Ja. So schaut es dann hier aus. So Leute, aber jetzt darf ich Schlusswort sprechen. Wir gucken jetzt noch, dass wir noch Blumenzwiebeln für den Rest bekommen, oder? Jo. Jo. Auf jeden Fall. Aber da werden wir dann kein extra Video davon machen, wenn wir die schnell neistopfen und Erde drüber tun. Das habt ihr ja. Ey, jetzt geht's los. Das habt ihr ja jetzt gesehen. Genau. Das habe ich jetzt schon gesagt, gell? Ja, genau. Ja. Wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, wird uns gefallen. Und Leute, wer sehen will, was aus den Blumen wird, der muss dabei bleiben. Genau. Tschaikowski, wir sehen uns. Hey ho, mittlerweile wieder daheim, sieht man ja. Und erstmal Brillchen aufsetzen. Und sind auf der Heimfahrt.
noch meine Blumenzwiebelkollektion ins Auto gefallen. Boah, jetzt geht das Gestottere weiter. Einmal mit Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Triteleia, Allium wieder. Eieieiei. Oxalis Deppai. Also irgendwas Deppertes anscheinend. Rosa. Ja, das wird dann ein Streifen. Nein, Keksbaum wächst leider nicht, hat Schatzi mir gesagt. Ja, und dann ist uns noch eine gelbe Mischung ins Auto gefallen. Die haben übrigens bloß 4,79 gekostet, deswegen sind wir ja am Rätseln, ob da überhaupt was aufgeht. Und zwar mit Tulpen, yeah, Narzissen, nochmal Narzissen, Narzissen Charlton und Narzissen botanisch gelb, okay. Krokus, sehr schön, Allium wieder und nochmal Narzissen, gelb. Also viele Narzissen in der Packung. Ja, wie gesagt, die Pflanzung von den zwei Päckchen werden wir euch jetzt nicht extra zeigen. Aber wie gesagt, wer dran bleibt, wird nächstes Jahr wissen, was alles aufgegangen ist und wie es aussieht. In dem Sinne, jetzt aber wirklich hasta la vista, wir sehen uns.